Also ich muss schon sagen, das erste Spiel, was unser Team da bei der WM 2018 abgeliefert hat, war wirklich bescheiden. Oder was meint ihr? Und genau aus diesem Grund habe ich mir überlegt, Deutschland braucht einen Hammer. Und zwar einen richtigen Hammer. Und damit die WM 2018 und nebenbei bemerkt noch alle meine zukünftigen Videos der absolute Hammer werden, präsentiere ich in euch den Hammer zur WM 2018. Für das heutige Projekt brauchen wir eigentlich gar nicht viel. Ich habe ausschließlich Material genommen, was ich in meiner Restholzkiste hatte. Hier wäre zum einen ein Stück Mahagoni, was von dem Bau von meiner Designerlampe noch übrig ist. Das Video werde ich euch mal direkt verlinken. Dann habe ich hier noch ein Stück, einen Streifen amerikanischen Walnuss, der mir hoffentlich reichen wird. Und dann habe ich hier noch zwei Stücke geräucherte Eiche, einmal diesen Block hier und diesen Streifen. Auch diesen übrig geblieben, und zwar von dem Bau zu meinem XXL-Bett. Auch dieses Video zieht es euch rein, ich werde es euch verlinken. Und als Vorlage für meinen neuen Hammer werde ich einfach meinen alten nehmen. Das heißt, ich werde hier ganz grob die Maße übernehmen, wie zum Beispiel die Breite von dem Griff oder die Länge oder die Größe des Schlagkopfes und vielleicht noch minimal abändern. Zuerst sägte ich einmal alle Reststücke, die ich hatte, grob an meiner Kappsäge zu. Um das Maximum an Material aus den Reststücken rauszuholen, trennte ich diese noch an meiner Bandsäge auf. Hierfür ist so eine Bandsäge echt super geeignet. Dann habe ich noch an meiner Hobelmaschine die Einzelteile auf das erforderliche Maß gehobelt. Nun kann ich alle Teile an meiner Tischkreissäge auf das endgültige Maß zurechtsägen. Da ich den Hammer mit zusätzlichen Gewichten ausstatten will, bohre ich hierfür mit einem 30 mm Forstnerbohrer zwei Löcher in die Mittelteile aus geräucherter Eiche. Für ein wenig Zusatzgewicht lege ich hier noch vier Unterlegscheiben mit in den Hammer mit rein. Und damit diese auch wirklich zentriert, also quasi in der Mitte von diesem Block hier liegen, habe ich das Loch extra etwas tiefer gebaut. Ich habe es vorher auch ausgemessen, das heißt, diese Scheiben liegen jetzt relativ zentriert in diesem Block drin. Und um das dann oben noch abzuschließen, nehme ich jetzt einfach von so einem Reststück hier, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war eine Gardinenstange, säge ich mir einfach ein Stück ab, lege das oben rein und werde das dann mit dem anderen Teil festbleiben. Diese beiden Blöcke hier werden ja später dann zwischen diese beiden anderen Hölzer verleimt. Hier liegen die Gewichte drin. Und damit ich später, wenn hier der Stiel, der soll ja dann nachher hier genau in diese Aussparung reinkommen, und da ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn man hier eine leichte Schräge da drin hat, ja, damit sich später mit den Keilen, mit denen ich das später festklopfen werde, damit sich das auch wirklich der Form anpasst. Und genau das werde ich jetzt machen. Ich werde jetzt hier eine leichte Schräge einmal hier und einmal hier anbringen. Und falls ihr euch wundert, warum jetzt diese Teile hier nicht ganz zentriert sind in der Mitte von diesen Blöcken, ich wollte hier noch extra etwas mehr Abstand lassen wegen den Schlägen, die hier drauf kommen. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, ich weiß nicht, ob das begründet war, dass das dann an der dünnen Stelle hier brechen könnte. Wenn ihr mit geräucherter Eiche arbeitet, solltet ihr wissen, dass dieses Holz, damit es diesen schönen Farbton bekommt, vorher mit Ammoniak behandelt wurde. Und beim Bearbeiten von diesem Holz kann es dadurch auch die Haut und die Atemwege reizen. In der Regel sollte man hier auf jeden Fall auch Handschuhe tragen, was ich jetzt in meinem Fall nicht mache, aber auf jeden Fall einen Atemschutz tragen, Leute. Vergesst das nicht. Damit diese Unterlegscheiben jetzt hier, wenn ich sie da reinlege und später beim Hämmern, damit die da nicht drin so rumklopfen, habe ich ja zum einen diese, ich nenne es mal Abdeckkappen, die ich da noch draufleime. Zusätzlich werde ich jetzt einfach mit so Alleskleber einfach hier das ein bisschen ausfüllen, damit die Sachen in dem Teil da auch ein bisschen Stabilität haben. Nachdem der Leim ca. eine Stunde getrocknet hatte, fügte ich die Kanten der Einzelteile noch einmal an meiner Kappsäge und meiner Tischkreissäge. Damit der Kopf des Hammers später nicht nach unten hinwegrutschen kann, säge ich in den Griff noch einen Falz als Auflagefläche.
Die Form des Griffes ist eigentlich Geschmackssache, sollte jedoch an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Die beiden Schlagseiten des Hammers müssen leicht angeschrägt werden, dies dient einem ermüdungsfreien Arbeiten. Die obere Rundung muss nicht wirklich sein, sie sieht einfach nur cool aus. Die Kanten des Kopfes schrägte ich mit einem Phasenfräser an und die Kanten des Griffes mit einem Abrundfräser. An meiner Bandsäge mache ich jetzt noch zwei Schnitte in den Griff, in diese werden später die Keile getrieben und damit sich der Spalt besser auftun kann, bohre ich an deren Enden noch jeweils ein Loch hinein. Die beiden Keile habe ich aus einem Reststück Mahagoni gemacht, diese haben einen ungefähren Winkel von 2 Grad. Auf jeden Fall ist mir beim Eintreiben was ganz Doofes passiert, die Dinger sind, ja, gebrochen. Auf jeden Fall konnte ich davon keine Aufnahmen machen, weil ich da quasi schnell reagieren musste, bevor der Leim trocknet. Ich habe dann einfach so ein paar Reststücke in den Spalt reingedrückt, das hat zum Glück auch ganz gut funktioniert, wie ihr hier sehen könnt. Und nach dem Trocknen war das auf jeden Fall alles wunderbar. Mir ist gerade eben noch in den Sinn gekommen, dass so ein denkwürdiger Hammer natürlich auch einen denkwürdigen Werkzeughalter benötigt. Deswegen werde ich mir jetzt hier, um auch wirklich die allerletzten Reststücke, die ich jetzt noch von dem Zeug hier hatte, zu verbrauchen, noch einen kleinen French Cleat-Halter dafür bauen. Wie ihr hier erkennen könnt, habe ich bei den Keilen, die ich ins Holz getrieben habe, sind mir hier so ein paar Ausrisse entstanden, ein paar Ausbrüche, gerade eben beim Schleifen. Auf jeden Fall werde ich das Ganze jetzt wieder mal mit der Holzpaste hier wieder auffüllen. Während die Holzpaste trocknet, verpasse ich meinem Hammer noch den ganz persönlichen Look. Mit diesem Brandmalgerät arbeite ich wirklich gerne. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, schaut euch das entsprechende Video dazu an. Ich verlinke es euch mal direkt. Oh Mann, Leute, ich glaube, ich habe hier falsche Holzpaste verwendet. Das war nicht Buche, sondern Fichte. Und wie ihr sehen könnt, ist es ziemlich hell. Aber naja, was soll's, es war ja eh nur zu optischen Zwecken. Das Teil hier auf jeden Fall sieht richtig cool aus. Vor dem Ölen habe ich den Hammer nochmal mit 240er Schleifpapier abgeschliffen und danach 2 Schichten Öl aufgetragen. Also ich muss schon sagen, der Hammer ist mir schon ziemlich gut gelungen. Ich könnte sogar behaupten, ne, das Teil ist der absolute Hammer. Von Anfang an hatte ich mir vorgenommen, dass das Ganze hier ein Eintagesprojekt werden sollte und das hat im Endeffekt auch wirklich gut geklappt. Bis auf dieses Brandmalen hier hätte man das definitiv an einem Tag machen können. Von dem zusätzlichen Gewicht, was ich hier noch eingefügt habe, kann ich eigentlich nur sagen, wenn ich jetzt einfach mal meinen alten Hammer hier zur Hand nehme, der auch wirklich, also ich kann mich über das Teil wirklich nicht beschweren, ja, aber dann kann ich schon sagen, also der Hammer ist generell hier etwas schwerer, aber auch wirklich nur im Kopfbereich, von daher werde ich das einfach mal zeigen, wie sich zum Beispiel auch beim Arbeiten mit dem Stechbeitel dann tut. Ja, zur Optik kann man eigentlich gar nicht so viel sagen, also mit dem Teil bin ich wirklich mega zufrieden, also gerade hier die geräucherte Eiche und dann noch das Mahagoni und diese amerikanische Walnuss noch am Stiel. Mir gefällt es richtig, richtig gut, ja, es ist zwar nur ein Hammer, aber es ist halt einfach der absolute Hammer. Okay, das war das letzte Mal, dass ich das sage. Von Anfang an hatte ich mir das Ziel gesetzt, dieses Projekt jetzt zu einem Eintagesprojekt zu machen, was mir im Endeffekt ja auch wirklich gut gelungen ist. Von daher kann man dieses Projekt ja auch definitiv einem Anfänger empfehlen, um einfach mal in das Holzhandwerk hereinzukommen. Wenn euch interessiert, welche Maschinen und Werkzeuge ich in diesem Video verwendet habe oder in all meinen anderen Videos, dann werft jetzt mal ganz schnell einen Blick unten in die Videobox und dort werdet ihr einen Link finden zu meiner Homepage, wo ihr eine übersichtliche Auflistung aller meiner Maschinen und Werkzeuge findet, die ich in meiner Werkstatt verwende. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen und hoffen wir einfach mal, dass das tatsächlich der Hammer zur WM wird.